Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid an einem so tollen, sonnigen, geilen Tag. Und heute, wie ihr sehen könnt, gibt es mal wieder ein Opening und zwar der ganz besonderen Art. Erstmal haben wir heute, ja, die Masterwork-Chests hier am Start. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was drin ist. Die sind aber geiler als die normalen Chests. Ja, ich meine, sie leuchten, sie sind golden. Die müssen einfach geil sein, aber kein Plan, was drin ist. Und das Ganze werden wir heute kombinieren mit einem Art Ekel-Opening. Ja, ich habe ja schon mal ein Ekel-Opening gemacht, wo ich ganz viele, ja, eklige Essenssachen zusammen kombiniert habe. Ich weiß gar nicht, wer Nutella mit Nougat-Bits und Erdnüssen mit Ketchup, was weiß ich, ganz räudiges Zeug. Das werden wir heute wieder machen, allerdings mit Getränken. Ja, das heißt, ich habe hier 1000 verschiedene Sachen. Ich kann euch einfach mal sagen, was passiert, ja. Wenn wir zum Beispiel einen 975er-Skin ziehen, dann werde ich mit diesen tollen, geilen, virtuellen Würfel rollen. Und bei einer 1 bis 2 kommt da so Magnesium-Zeug rein. Das habe ich mir mal gekauft. Muss ja auch ein bisschen gesund sein. Bei 3 bis 4 Antioxidantien. Keiner weiß, was das ist, aber Toxidantien könnte man es vielleicht auch nennen. Und 5 bis 6 ist Apfelsaft. Ja, da habe ich noch ganz viel. Das heißt, bei Legacy zum Beispiel kommt Eistee oder Cola rein. Beim Billigskin Milch oder Waldmeister. Bier habe ich auch mit dabei. Bei einem Legendary. Hohes Tee, Red Bull etc. Ja, das heißt, ich habe mir überlegt, wir haben 11 von diesen Boxen, wir packen immer so 3 in ein Glas rein und ziehen uns das dann rein und würde sagen, wir öffnen einfach mal die erste Kiste und schauen, was uns denn erwartet. Ja, das heißt, die leuchten ja richtig cool. Cartus de Pentakill. Die Frage ist jetzt, das ist wahrscheinlich ein 975er Skin, gehe ich einfach mal von aus. Und einen Gemstone direkt bei der ersten Box. Also ich hatte ja mal 14 Stück, hab mir dann richtig, ja geil. Das freut mich ja jetzt sehr. Wir müssen mal kurz nachchecken, wo ist Cartus de Pentakill? Hier steht, 750 RP kostet dieser nur. Bedeutet, ja, der zählt dann wohl mehr oder weniger zu Billig-Skin. Ich würfel einmal den Ding hier und da haben wir eine 1. Das heißt, wir fangen mit einer guten Grundlage an und zwar mit der 1,5%igen Milch. Ja, das, ich finde, da, ja, ich glaube, Milchkombinationen sind das ekligste, was man hier haben kann. Aber, wow! Direkt auf meiner Tastatur. Also, wenn es gleich alles explodiert, dann ist over. So, machen wir direkt die nächste Box auf hier. Und zwar haben wir noch eine Box. Das ist ja episch. Volibear Guardia Runica und noch einen Schlüssel. Der Volibear, ich kenne die Skins alle gar nicht. Ich weiß gar nicht. Kostet 975. Wir rollen direkt und schauen. Wir haben eine 4. Das sind Antioxidantien. Die müssen auf. Boah. Puh. Also mit Milch zusammen. Schwierige Kiste. Das wird auf jeden Fall. Das sieht schon eklig aus. Geil. Geil, geil, geil auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt die nächste Box auf. Wir kommen uns hier, ne? Wir müssen ja hier auch vorankommen, du. Und zwar haben wir Ninli Cinemode von meinem allerlieblings-Champion. Geile Meile. Oh, das war's schon? Oh, Emote habe ich gar nicht. Ja, dann machen wir einfach mal weiter. Da hätte ich mir jetzt auch nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Ein Emote ist aber schon schade. Noch eine Kiste, cool. Ein Wardskin, ein Schlüssel und Essenz. Was haben wir bei Wardskin? Wardskin ist ein Vitamalz, oh Gott. Also, puh. Ja, hier, da haben wir schöne Vitamalz. Nicht, dass das auch noch auf meine Tastatur geht. Ah. Also, ich kann euch schon mal sagen, das hier sieht, also wir haben jetzt Milch mit Vitamalz und Antioxidantien war hier drin aus. Eigentlich muss ich. Boah, puh. Also es hat. Boah, also. Weiß ich nicht. Es schmeckt. Einerseits, also das Vitamalz rettet es echt noch, muss man ein bisschen sagen. Ich werde das übrigens, ich werde gleich streamen und werde das alles auftrinken, ja. Also deswegen habe ich mir ein paar mehr Gläser hier am Start geholt. Aber wir machen direkt die nächste Box auf. Ja, ich mache hier Boxen auf und die wird gar nicht weniger, du. Xayah Del Kuro ist ein epischer Skin. Ich würde sagen, wir machen direkt mal 3 auf und dann gucken wir. Episch ist hohes Tee oder Red Bull. Gucken wir mal, was haben wir? Wir haben eine 6, das heißt, wir haben Red Bull schon mal. Mit einem Legacy Skin. Bedeutet, wir haben Red Bull plus Eistee. Lecker. Wobei, das könnte, glaube ich, echt sogar noch absolut klar gehen. Noch ein Emote. Sag mal, was ist denn hier los? Was will ich denn mit den ganzen Emotes? Und dann haben wir noch einen epischen Skin. Episch ist das, ne? Oder also, ja. Ne, warte mal, ja. Also, und dann haben wir mit drin nochmal hohes C. Hohes C, Red Bull
und Eistee. Ja gut, dann machen wir das mal, Leute. Ne? Hohes C ist immer gut, das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Ne? Hohes C ist gesund. Ne? Warum eigentlich auch nicht? So, das ist schon mal eine gute Grundlage. Red Bull? Ja, damit ich Onstream gleich komplett abgedreht bin. Sehr gut. Na, das bin ich ja so schon. Ja, gut, ne? Das hier geht echt klar, ne? Das ist eigentlich okay. Noch ein bisschen Wodka dabei, dann wäre das echt in Ordnung. Jetzt noch Eistee. Ich glaube, das ist echt ein gutes Getränk. Also vielleicht kann ich mit diesen Getränken ja irgendwann mich richtig komplett selbstständig eine Firma aufmachen. So eine, ja, eine, weiß ich nicht, eine Getränkefirma so. Ne? Ich meine so Tobis Kostbarkeiten nenne ich es dann. Also das ist auf jeden Fall komplett verzuckert. Holy shit, ist das süß. Gott, ist das süß, Alter. Also wenn ich... Boah, guckt euch das hier mal an, Leute. Könnt ihr sehen? Lecker. Ja gut, geht's weiter, würde ich sagen. Na, machen wir mal hier, packen wir nochmal drei rein. Ja, die restlichen Boxen machen wir auch auf, die machen wir so auf, würde ich sagen. Ne, in der ersten Box ist einfach nichts drin. Das ist schon mal cool, ist immer so ein bisschen verbuggt. Jinx, also wieder ein epischer oder so ein... Noch einen Gemstone, cool. Das ist geil. Ich würde mich noch über Dragon Trainer Swain freuen. Der ist geil, der Skin. Also was hatten wir jetzt? 1950er, das heißt, wir packen rein einmal nochmal hohes C, dann noch wieder einen Legacy Skin. Da kommt dann drauf Cola. Hohes C mit Cola, das geht eigentlich echt klar. Machen wir erstmal fertig hier. Hohes C. Na, vielleicht packen wir, können ja mal das. Komm, Leute, wir übertreiben. Wir packen jetzt. Wir machen nur ein bisschen von jedem rein, aber dafür dann alle anderen, die jetzt kommen. Das heißt, das ist jetzt hohes C. Oh, der Deckel fliegt weg. It is flying away. So. Dann haben wir hier ein bisschen Cola. Lecker, 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 lecker. Das hohes C und Cola. Das geht wahrscheinlich echt noch. Ja, also, boah, das ist komplett süß. Holy shit. Dann haben wir hier wieder einen Legacy Skin. Schon wieder Legacy, Alter. Ich würfel aber auch wirklich die... Noch eine 6, also... Okay. Ja, das heißt noch mehr Cola. Okay, naja, das ist langweilig. Das ist langweilig, das machen wir nicht. Komm, wir... packen wir einfach Eistee mit rein. Packen wir das andere mit rein. Ne? Nochmal Cola, wo sind wir denn? Komm, Eistee. Ja, dann haben wir das... Wir müssen ja auch hier das Zeug leer machen, ne? So, komm, machen wir die letzten Boxen auf. Haben wir drin noch einen Legacy Skin. Ne, das ist ein Legacy. Ach, ein Legacy Epic Skin. Aber ich ziehe jetzt auch nur die, ne? Das andere Zeugs gar nicht so richtig, ne? Also, das heißt, wir haben einen 1950er, wir rollen und wir haben eine 4. Was bedeutet, wir haben Red Bull. Also an Energy wird es mir heute definitiv nicht mangeln, kann man sagen. So, und dann machen wir die letzte Box auf. Da haben wir, was haben wir, was haben wir, was haben wir? Noch ein, wahrscheinlich sind das Legacy-Boxen einfach gewesen. Ich gehe einfach sehr, sehr stark davon aus. Dann hätte ich natürlich hier bei Legacy 30 Sachen reinmachen müssen. Ja, komm, was haben wir? Eine 1, da kommt noch ein bisschen Eistee, ja, komm. Ja, ne, dann machen wir es komplett hier. Machen wir noch ein bisschen Eistee rein, machen wir noch ein bisschen Vitamalz mit rein. Komm, so, ne? Also das wird wahrscheinlich der pure Zuckerdrink jetzt sein. Sieht optisch noch okay aus, ein bisschen wie Spezi. Boah. Boah. Puh. Also, boah, das ist so süß, Alter. Holy shit, holy shit. Ich werde wahrscheinlich gleich komplett überdreht sein, voller Schutz, voller... Oh Gott, okay, das ist eklig, Leute. Das ist wirklich, wirklich eklig. Aber ich wäre ja nicht, wenn ich das nicht trinken würde. Boah. Puh. Ja, damit, meine Freunde, sind wir am Ende angekommen beim Opening. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Natürlich habe ich nicht vergessen, aber ich habe es mal extra bis ans Ende reingepackt. Der Gewinner vom letzten Opening, den haben wir noch. Ein Legendary Skin haben wir noch. Spartacus, ne? Vielen herzlichen Glückwunsch. Du, ich habe dir gefolgt auf Twitter. Du kannst einfach mal... mich anschreiben auf Twitter und dann kannst du dir einen Skin abholen. Ich wünsche euch was, haut rein, auf Wiedersehen und tschüss.